Ja, Josef, wir sind mitten in der Winterpause sozusagen. Es hat sich einiges getan beim FC Wacker Innsbruck. Unter anderem die neue Geschäftsstelle ist eröffnet worden. Wir sitzen im Besprechungsraum. Welchen Eindruck hast du jetzt von diesen neuen Räumlichkeiten? Ja, ich bin ganz froh, dass wir in neuen Räumlichkeiten ein neuer Best Cat bekanntlich gut. Wir haben da ein ganz offenes, kommunikatives Klima geschaffen und das sieht man eigentlich in den Bewegungen in der Geschäftsstelle jetzt schon. Wir sind am Vorabend des Transferschlusses sozusagen. Es geht noch ein bisschen hektisch zu. Wie schaut es denn aus? Gibt es noch die ein oder andere Veränderung? Naja, jetzt geht es bis 24 Uhr. Wenn man jetzt das Treiben da beobachtet, nachher weiß man, dass es dort und da noch was geben wird oder kann. Und da sind wir mal ganz gespannt drauf. Am 20. Februar steht die Generalversammlung vor der Tür. Sie ist einmal verschoben worden. Mittlerweile haben sich ja die Wogen, glaube ich, geglättet. Mit welcher Einstellung gehst du die Generalversammlung an? Ja, wir haben, weil wir eben gesagt haben, die Wogen haben sich geglättet. Wir haben uns mit den Fanclubs getroffen. Wir wissen alle, dass es nur, wenn wir den Wacker Innsbruck weiterbringen wollen, dass es nur gemeinsam geht. Das wissen die Fans, das wissen wir. Und in dem Sinn bin ich sehr positiv, auch im Hinblick auf die Generalversammlung. Wir haben die Punkte erörtert, warum das zur Verschiebung kam. Und das ist für alle Seiten eigentlich sehr logisch und positiv aufgenommen worden. Insofern gibt es da nichts Besonderes. Es gibt ganz normalen Tagesordnungspunkte auf der Generalversammlung. Und eben ein paar Punkte waren uns noch wichtig, deswegen gab es die Verschiebung. Ein paar Punkte waren uns noch wichtig abzuklären im Vorfeld. An dem Punkt sind wir angelangt. Ja, kann man auf die Punkte ein bisschen genauer eingehen? Ja, wir haben Vorstandskollegen neu, die wir wählen wollen auf der Generalversammlung. Das war ein Punkt. Wir wollen Klärung im Zusammenhang mit den Haftungen der Altvorstände. Das werden wir auch bis dorthin wahrscheinlich weiter klären können. Und das sind eigentlich im Wesentlichen die Punkte. Ja. Ich habe noch mal kurz zurück, du hast angesprochen, man hat sich letzte Woche mit den Fanclubs getroffen. Mit dem Vernehmen nach waren das sehr produktive und positive Gespräche. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, wir wissen, dass Kommunikation alles ist und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass wir so eine Kommunikationsbasis mit den Fangruppenvertretern haben. Mal sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Wir müssen das jetzt am Platz entsprechend beweisen, dass wir alles tun, um den Verein auch in der Tabelle nach vorne zu bringen, weil mit Worten alleine wird man auch am Platz nicht gewinnen können, aber unsere Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen zu legen und so positiv, wie es nur geht, in die Zukunft zu schauen. Solche Treffen soll es jetzt regelmäßig geben, das ist doch ein guter Fortschritt. Ja, das ist eben, das tragt zur Kommunikation bei. Kommunikation ist alles, dass man eben die Teile, dass man die Beteiligten mit einbezieht und das werden wir dann zu gegebenen Anlass eben wiederholen, weil ich denke, dass viel Probleme auf Missverständnissen beruhen und die kann man dann an dieser Stelle ausräumen. Kommen wir wieder zur Generalversammlung. Da gibt es einen Tagesordnungspunkt, der nennt sich Genehmigung des Budgets 2014-15. Das ist jetzt was Neues bei der Generalversammlung, das heißt sogar kein Spruch, dass über das laufende Budget, dass man das sozusagen absegnet. Was steckt dahinter? Ja, das ist eine Ordnung halber und das ist auch ein Vorschlag von unserem Rechnungsprüfer, das so zu machen, wird bei anderen Vereinen zum Teil auch gemacht. Im Grunde ist es eine Aufklärung, wie das derzeitige Budget ausschaut. Da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen drüber. Und wir wollen einfach aufzeigen, dass wir im Plan, so weit im Plan sind, dass wir da unsere Ziele erreichen können. Der Vorstand soll um zwei weitere Personen
erweitert werden sozusagen, sind die schon kooptiert? Wir haben kooptiert in den letzten Wochen. Der Vorstand muss ja 5 Mitglieder haben. Es ist ein Vorstandsmitglied ausgetreten. Und da war es wichtig, oder ist es wichtig, auch laut Statuten das relativ rasch nachzubesetzen, haben wir gemacht. Und wir haben da 2 Personen gefunden, die, glaube ich, uns ganz gut auch in den, im Vorstand mit ergänzen. Seid ihr aktiv auf die Leute zugegangen oder haben sie sich angeboten? Das kann man jetzt in dem Fall, das ist, glaube ich, so eine vice versa Geschichte. Natürlich müssen die Personen in einem derart kleinen Team, müssen die in das Team passen, weil man muss ja intensiv zusammenarbeiten und das ist jetzt nicht was, wo man sich einmal im Monat trifft, sondern man muss sich gut verstehen und das, glaube ich, ist da auch gegeben. Die Martin Auserlechner hat sich schon einmal vorgestellt. Mhm. Der zweite Mann ist? Ja, der zweite Mann kommt von der, ist Geschäftsführer der Firma Attensan. Gernot Spuller ist sein Name und soll uns im Bereich Vertrieb unterstützen. Statutarisch gibt es natürlich genauso die Zuordnung, aber im Wesentlichen geht es uns um die Funktion dann, dass er uns im Bereich Vertrieb, und ich glaube, das braucht der FC Wacker, jedes Unternehmen, und der FC Wacker ist genauso ein Unternehmen, braucht das genauso. Also die Unterstützung im Vertrieb, ich bin ganz froh, das ist recht gut beim Werkeln und ich hoffe, das werden wir dann entsprechend auch in den nächsten Saisonen in die Zahlen dann sehen. Das ist der richtigste Schritt da. Vertrieb, in Zeiten wie diesen, wo sportlich nicht so rosig ausschaut, tut sich was? Ja, es tut sich laufend was, aber wir müssen eben ackern und das weiß die Geschäftsstelle und das wissen wir im Vorstand und da ergibt sich dort und da immer wieder was. Mhm. Die Spieler haben sich bereit erklärt, einen Teil des Trainingslagers selbst zu finanzieren. Wie ist denn das im Vorstand aufgenommen? Sehr positiv, das war die Initiative der Spieler, das so zu machen. Wir haben ja überall auch schon deklariert, dass wir nicht auf Trainingslager in der Form fahren werden. Das heißt, dass wir keine weiten Reisen machen werden. Das haben wir so deklariert. Die Spieler haben ihre Initiative gezeigt und ich sehe das sehr positiv und mich freut es eigentlich sehr, dass die Spieler von sich aus da Bereitschaft erklären, mitzuwirken und ihren Teil dazu beizutragen, dass das ganze Schiff nach vorne geht. Und wir wissen natürlich schon, dass ein Trainingslager in einem Profiklub praktisch dazugehört und gut ist und für die Stimmung der Mannschaft und auch für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, klar, aber wir müssen uns nach der Decke strecken und das ist dem haben wir uns verschrieben und wir werden unseren Kurs natürlich beibehalten und das umso wichtiger ist es, dass wir alle an einem Strang ziehen und das zeigt es, dass auch die Spieler daran interessiert sind, dass es uns im Verein wieder gut geht. Am 27. Februar ist das Auftaktspiel sozusagen. Ja. Mit welchen Erwartungen geht man als Präsident des FC Wacker Innsbruck in die doch sehr, sehr wichtige Frühjahrssaison? Ja, die Erwartungen sind hochgesteckt. Wenn ich mir die Vorbereitungen anschaue, und die Arbeit betrachtet, für mich geht es nicht primär darum, Testspielergebnisse, die sind für die Tabelle nicht wirksam, Testspielergebnisse zu analysieren, sondern mich interessiert der Entwicklungsstand der Spieler und der Entwicklungsstand des Vereins und da sind wir auf einem sehr guten Weg, da haben wir mit dem Trainer jetzt ein aus meiner Sicht sehr guten Fang macht, der das dann auch entsprechend umsetzt und mit Daten diesen Worten folgt. Gut, Josef, dann bedanke ich mich für das Interview, danke für deine Zeit und wir hoffen alle, dass es aufwärts geht. Das hoffen wir natürlich auch. Danke.